Herzlich willkommen in unserem virtuellen Nähzimmer. Von hier aus zeigen wir Ihnen Tipps und Tricks rund um die verschiedenen Softwarelösungen zum Sticken oder Plotten. Wenn Sie keins dieser Videos mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke. In diesem Video geht es um die Bernina V9 Designer Plus Software und ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie mit einfachen Hintergründen und einfachen Formen einen tollen 3D-Effekt gestalten können. Wir verwenden diese Technik gerne, um auf Style Wild zu sticken, denn an den Stellen mit den einfachen Formen tritt das Material dann in einem 3D-Effekt hervor. Um loszulegen, bestimmen Sie zuerst den Hintergrund. Überlegen Sie sich also, welchen Rahmen das Sie brauchen und wie groß die Fläche sein muss, die Sie besticken möchten. In dem Fall richten Sie sich am besten nach dem Schnittmuster. Der Hintergrundbereich sollte so groß sein wie das Außenteil, zum Beispiel für Ihre Geldbörse. Ich beginne deshalb mit einem Rechteck. Klicken Sie links außen in der Werkzeugpalette auf Rechteck und ziehen Sie sich die Form nach Bedarf. Ich ziehe die Form immer einfach so und drücke und lege die Größe dann hinterher hier oben fest. Dafür wieder auf den blauen Pfeil klicken oder auf O drücken für Objekt auswählen, sonst würden Sie gleich noch ein Rechteck erstellen. Und dann kann hier oben die Größe eingegeben werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir einen 13x18 Rahmen nehmen. Und dann habe ich jetzt hier ein Rechteck mit einem Steppstich. Das ist die Standardeinstellung, wenn ich eine Form erstellt habe. Ich möchte natürlich keinen Steppstich, sondern einen schönen Musterstich. Und dafür in diese Fläche einen Doppelklick machen. Dann öffnen sich die Objekteigenschaften. Jetzt können hier die verschiedenen Stiche ausgewählt werden. Diese dreidimensionale Technik kann auch mit einem Gitter oder mit einem Mäanderstich ausgeführt werden. Beim Gitter ist der Effekt auch sehr schön. Interessanter sieht das Ganze jedoch mit einem Musterstich aus. Und deswegen hier oben bei der Füllstichart das Muster auswählen und dann hier auch auf Auswählen klicken, um sich aus der Software einen Musterstich auszusuchen. Die Technik funktioniert nicht mit jedem Musterstich gleich gut. Probieren Sie sich ein bisschen durch, machen Sie dann mal eine Probestickerei und es kommt dabei auch immer auf die Größe an. Ich nehme jetzt mal aus dem Ordner Bernina V5 1. Da waren ein paar kleine schöne Stiche, der hier zum Beispiel. Und wie bei allen anderen Musterstichen, die man erstellen kann, könnte man hier jetzt auch noch die Größe und die Versetzung und den Winkel anpassen. Da können Sie sich ganz austoben. Jetzt geht es erstmal darum, wie der 3D-Effekt entsteht. Ich habe mich jetzt quasi für dieses Muster entschieden. Und noch so ein kleiner Hinweis, wenn Sie hier unten auf OK drücken, dann schließt sich das Objekteigenschaftenfenster immer. Wenn Sie das nicht möchten, weil Sie Ihren Stich vielleicht nochmal verändern möchten, dann nehmen Sie Anwenden. Dann wird die Technik zwar ausgeführt, aber das Fenster bleibt geöffnet. So, wir haben jetzt hier eine schöne, relativ dichte Musterfüllung. Da sollte der Effekt dann besonders schön hervortreten. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Form, die hier hervortreten soll. Dafür können Sie einfache Stickmuster verwenden, wenn Sie die bereits abgespeichert haben. Oder grafische Formen laden. Ich habe auch noch so einen kleinen Tipp für Sie, wo Sie auch Symbole in der Software finden. Die Grundtechnik zeige ich Ihnen jetzt mal an einem einfachen Herz. Das kann man sich bei der Designer Plus Version auch aus Corel holen.
Wenn Sie also links oben auf Bildarbeitsfläche klicken, dann wechseln Sie zu Corel. Und dort gibt es die einfachen Grundformen links außen. Einfach anklicken und hier können Sie die Grundform wechseln. Das sind ein paar enthalten, Sprechblasen zum Beispiel, sind auch nicht schlecht. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Herz. Das ziehe ich mir mit der Maus, so wie ich es gerne hätte, und lasse dann los. Und damit habe ich eigentlich schon die Form erstellt, die ich brauche, und gehe wieder zurück in die Stickarbeitsfläche. Nicht einfach so, sondern über Konvertieren. Das Objekt, das ich ausgewählt habe, wird also jetzt noch in eine Stickerei konvertiert. Dann bin ich wieder in meiner Stickarbeitsfläche und habe ein einfaches Herz. Und zum Ausschneiden brauche ich aber eine gefüllte Fläche und keine Kontur. Das kann man aber ganz einfach ändern. Hier unten in der Leiste sieht man, das, was so hellblau markiert ist, das ist aktiv. Und ich wechsle jetzt auf die Füllung. Einfach drücken und schon ist das Herz mit einem Steppstich gefüllt. Das lege ich mir jetzt an die Stelle, wo ich diesen 3D-Effekt haben möchte. Es ist ein bisschen groß, also schiebt man es kleiner. Dann vielleicht ein bisschen nach rechts versetzen, so wie bei dem Kleeblatt-Geldbeutel. Ich hole den nochmal her. Da ist das Ganze auch ein bisschen nach rechts versetzt. Für den 3D-Effekt darf natürlich hier jetzt nicht gestickt werden, sonst tritt das Ganze ja nicht hervor. Das kann ich in der Software mit einer ganz einfachen Funktion machen. Damit das Ganze aber wirklich eine scharfe Kontur wird um das Herz, muss ich noch eine kleine Einstellung vornehmen. Damit Sie den Unterschied erkennen können, dupliziere ich das Herz noch und schiebe es daneben. Und mit dem Herz fangen wir jetzt an und schneiden das Ganze aus über Bearbeiten. Das Herz ist ausgewählt, also sind die schwarzen Ziehpunkte außenrum. Und ich wähle links unten Überlappung entfernen. Hier ist jetzt erstmal nichts passiert, aber hier außen kann man sehen, dass hier ein Herz entstanden ist. Wenn ich das Herz jetzt wegschiebe, dann sehe ich die Lücke, die dahinter entstanden ist. Dort stickt die Maschine später einfach um diesen Bereich herum. Es entstehen aber keine Sprungstiche, sondern sie läuft immer so an der Kante entlang und stickt dann weiter. Deswegen gibt es hier Bereiche, die mit Stichen gefüllt sind. Aber auch Lücken. Das möchte ich später natürlich nicht, damit das Ganze schön hervortritt. Und deswegen brauche ich noch eine Kontur um das Herz. Die mache ich mir extra. Ich möchte Ihnen aber erst noch zeigen, dass der ausgeschnittene Bereich kleiner ist als das Herz, das ich erstellt habe. Das macht jetzt bei dem Herz nicht so viel aus. Ich könnte einfach ein bisschen größer erstellen, wenn ich weiß, es wird kleiner ausgeschnitten. Aber vor allem bei Buchstaben oder Formen mit kleineren Bereichen sollte schon richtig ausgeschnitten werden. Deswegen muss ich eine Änderung in der Software vornehmen. Überlappung entfernen ist ja eigentlich dazu gedacht, um Stiche zu sparen. Das heißt, ich muss hier hinten nicht sticken mit Blau, wenn ich sowieso mit Schwarz nochmal drüber gehe. Also kann ich mir mit Überlappung entfernen Stiche sparen. Aber für die Technik, dass es hervortreten soll, macht das keinen Sinn, sondern ich möchte wirklich genau den Bereich haben. Und dafür wechsle ich oben in den Einstellungen. Unter Optionen findet man auch den Punkt Überlappung entfernen. Den anklicken, da ist es auch ganz gut erklärt, dass so ein gewisser Bereich übrig bleiben soll. Das wollen wir nicht und deswegen stellen wir die Schnittüberlappung auf 0. Bestätigen mit OK. Jetzt schneide ich das andere Herz aus. Wieder anklicken. Überlappung entfernen auswählen. Und es ist noch ein Herz entstanden, wo man schon sehen kann, dass es größer ist, weil es genau dem Bereich entspricht,
von diesem Herz. Wenn Sie also den 3D-Effekt erstellen wollen, stellen Sie vorher in den Einstellungen unter Optionen die Schnittüberlappung auf 0. Diese Lücken hier um das Herz wollen wir natürlich auch nicht. Und deswegen gibt es noch eine extra Kontur. Wenn ich das Herz auswähle, dann kann ich hier außen Konturen und Versetzung anklicken und lege mir um mein Objekt einfach nochmal eine Kontur. Ich nehme da gern den Dreifachgeradstich, bestätige mit OK. Und dann kann ich das Herz, das ich jetzt ja nicht mehr brauche, weil ich es ausgeschnitten habe, entfernen. Und diese Objektkontur, die macht man dann zum Schluss noch in der gleichen Farbe wie die Füllfläche. Und dann wird das Ganze auch in einen Durchgang gestickt. Wenn Sie das Ganze ausgeschnitten haben, dann können Sie die Musterfüllung auch noch ändern. Falls sie Ihnen nicht gefallen sollte oder falls wirklich ganz schwierige Bereiche entstanden sind, das kommt wirklich sehr auf das Muster drauf an, kann man das hinterher auch noch ändern. Das heißt, Sie suchen sich ein neues Muster aus, bestätigen mit OK und klicken auf Anwenden. Und dann wird das Ganze mit einem anderen Muster umstickt. So kann man verschiedene Formen gestalten, die dann dreidimensional hervortreten. Und wenn Sie keine Stickmuster spontan finden oder keine Grafiken auf Ihrem Rechner haben, die Sie dafür verwenden können, dann geht das auch mit Buchstaben zum Beispiel, also mit Monogrammen sieht es auch sehr schön aus. Aber unter den Schriften verbirgt sich noch eine kleine Zusatzfunktion. Wenn Sie Schriftzüge und Monogramme anklicken, die Schriftzüge öffnen, dann finden Sie hier in den Schriften die rot markierten Teile. Das sind die enthaltenen Stickschriften und die blau markierten ganz unten, das sind die TrueType-Schriften, die auf Ihrem Rechner sind. Und da befindet sich ganz unten, bei mir ist es ja schon eingeblendet, Wingdings und Webdings. Je nachdem, was auf Ihrem Rechner installiert ist. Und da sind noch jede Menge Symbole dabei, die man auch verwenden kann. Man sieht ja so eine kleine Vorschau schon. Und wenn ich hier in die Buchstaben eingebe, dann bekomme ich hier schon mal angezeigt, was da entstehen würde. Ich weiß es jetzt, darum gebe ich es einfach ein, das kleine E. Das ist ein Sternzeichen Skorpion. Das kann ich dann auch verwenden, um hier so einen 3D-Effekt zu erzielen. Ich schiebe es jetzt einfach mal darauf und öffne wieder Bearbeiten und Überlappung entfernen. Das sehe ich hier schon. Ah, es ist was entstanden. Kann mein Symbol zur Seite schieben, kann mir das anschauen, ob vielleicht irgendwelche Stellen entstanden sind, wo die Maschine ganz oft hin und her stickt. Die versuche ich immer zu vermeiden. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und da mache ich es genauso und lege mir noch eine Kontur außenrum, damit der Rand schön sauber wird. Und dann kann das Ganze so aussehen. Sie können jetzt auch ein Word-Dokument öffnen und sich anschauen, welche Symbole bei Webdings oder Wingdings enthalten sind. Sie können Monogramme gestalten oder einfache Stickmuster dazuladen, um sie ausschneiden zu lassen. Testen Sie die Technik der entfernten Überlappung für Ihren 3D-Effekt mit der Bernina Designer Plus V9 Software. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Digitalisieren und beim anschließenden Sticken. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie uns ein Like.